Halbfinale, sag ich mal, hier am 28. Spieltag, ne? DFB-Pokal, da steht das Halbfinale jetzt an, nachdem das Viertelfinale zu Ende ist. Und hier haben wir die Hälfte eben jetzt auch abgeschlossen mit dieser Partie. Berlin gegen Düsseldorf, das ist nämlich Match Nummer 5 an diesem Wochenende. Und dann kann man schon mal sehen, in welche Richtung es geht. Bisher alle 4 Partien immer zu Null, immer hart umkämpft. Dreimal allerdings glücklich für mich, einmal ja, ein verdienter Sieg für Mucke, muss man sagen. Mit Schalke habe ich nicht viel hinbekommen. Und nun, sagt die Software, geht es mit einem Unentschieden weiter. Schauen wir mal. Als der Spieltag an sich richtig hart umkämpft, für Mucke wird es jetzt aber langsam wichtig, eben zu gewinnen. Er spielt Berlin, ich spiele Düsseldorf. Die Software sagt 1:1 das Endergebnis. Eure Tipps mal ab in die Kommentarbox. Und weil das reale Match ja noch nicht war, könnt ihr das auch gleich tippen. Also schreibt mal, wer denn das Fieber-Match, wer denn das reale Match. Und dann sehen wir uns gleich auf dem Platz. Der Beste, Jahrstein, mit einer 85. Jetzt geht's erstmal los. Das ist krass. Jahrstein mit 85, der Beste. Der Beste von den Spielern mit einem Pfeil nach unten hat eine 77. Also der Abstand ist mega groß. Das ist brutal. Ich habe eben gerade gesehen, Düsseldorf ja fast mit der gleichen Wertung wie Hertha. Im Sturm und in der Verteidigung. 1-2 Punkte schlechter. Im Mittelfeld dafür 2-3 Punkte besser, also sehr ausgeglichen. Die Software sagt entsprechend eben auch, weil ja auch das Wochenende so hart umkämpft und ausgeglichen ist. 1:1 habe ich ja eingangs erwähnt. Ich bin mal gespannt, was ihr so tippt. Mal gucken. Schönes Wetter auf jeden Fall, ne? Bestes Fußballwetter hier in der Hauptstadt. Das kann man sagen. Und Mucke mit den ersten Aktionen. Duda. Duda. Ja, Düsseldorf. Die haben Gladbach erstmal fertig gemacht. Nach 15 Minuten 3:0 Führung. Am Ende 3:1 gewonnen. So geht's. Oh Gott. Fink! Ja, erster guter Schuss. Aber Jahrstein, hat der Mucke gesagt, eine 85, das ist echt ein guter Wert. Ah, schade, aber war schwer. War schwer. Usami musste da noch nach hinten laufen. Den Ball dann überhaupt noch aufs Tor zu bekommen, ist schon nur Kunst. Bisschen zu unplatziert und der Druck fehlte natürlich auch. Lecky. Oh, du da wieder. Schön gespielt, schön gespielt. Nachschuss, der ist drin. Das früheste Tor jetzt an diesem Wochenende. Rahman. Hatte Glück, dass der Abpraller direkt vor seinen Füßen landet und konnte dann zwischen den beiden Verteidigern durchspielen. Glückliche Führung für Düsseldorf. Ich bin mal gespannt, wie Düsseldorf in der kommenden Saison sich präsentiert. Weil das ist ein richtig geiles Jahr als Aufsteiger mit diesem Kader, mit diesem Budget. Aber nächstes Jahr geht es halt wieder bei Null los. Und viele Vereine haben ja vor allem auch in der zweiten Saison dann deutlich größere Probleme, weil dann die Euphorie natürlich wieder eine andere ist. Das wird spannend, wie sich Düsseldorf da präsentiert, auch vom Kader her erstmal. Ja, das stimmt. Ach, Duda. Na gut, gestört. Scheiße, was ist denn hier los? Überzahlsituation. Lecky. Pfosten, die Riesenmöglichkeit. Der muss rein. Sicher muss der rein. Der muss rein. Du da schon gefährlich und jetzt Lecky mit dem Pfostentreffer. Was habe ich denn gemacht? Naja. Also nicht. Ich auch nicht. Es gibt eine Ecke. Lecky bringt ihn nochmal rein. Rensing, das ist aber nicht souverän gewesen.
zu lang wieder bei mir. Komm rauf. Schade. Ach, gelockt. Zu lange gedauert. Also insgesamt die Berliner mit mehr Chancen. Beste Aktion von Lecky mit dem Pfostentreffer. Düsseldorf. Ja, war einmal gefährlich. Jetzt gibt es einen Freistoß. War einmal gefährlich. Der Abpraller landete halt vor unseren Füßen. Da hatten wir Glück. Gelbe Karte nun für Morales und vielleicht die nächste Offensivaktion von den Berlinern. Lecky! Komm. Wichtig. Oh, da muss doch rangehen. Super Grätsche von Fink. Sami, ja, Seitenwechsel dauert ein bisschen lang, aber ist egal. Wir haben den Ball, das ist erstmal wichtig. Flanke kommt nicht gut. Vielleicht kriegen wir den Ball noch abgefangen. Ja, nicht. Duda und Lecky, die beiden der Offensive sehr auffällig. Selke an den Pfosten! Das zweite Mal. Das gibt's nicht. Oh. Alter. Schwach, schwach. Den darf ich so nicht spielen. Ecke. Ja. Halbzeit. Oh, glückliche Führung für Düsseldorf. Mucke zweimal an den Pfosten und mit mehr Chancen. Zweimal Pfosten, ich könnte so kotzen. Das glaube ich. Oh, Mist. Düsseldorf muss sich steigern. Nein. Kalu, war keiner mehr dran. Komm, 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 hast du noch. Oh, Fink, der gewinnt da viele wichtige Duelle. Schön gespielt! Ah, war richtig. War richtig, da nochmal rüberzulegen. Gut von Lustenberger und wichtig natürlich auch. Schöner Pass. Lecky. Bisevic wird geblockt. Schwach, schwach, schwach. Da sollte der nicht hin. War im Abseits. Wieder ist es Fink, der Abräumer hier im Zentrum.
Deswegen ist Düsseldorf im Zentrum von der Bewertung her besser. Wegen Fink. Nur wegen Fink. Ja. Kommt gut. Zimmermann! Das hat ein bisschen zu lang gedauert. Das sollte eigentlich länger. Aber egal. Ah, schön geblockt. Aufpassen, weiter nach vorne, komm. Oh, oh, oh. Schwein gehabt, Schwein gehabt. Der war auch schlecht. Oh, jetzt Überzahlsituation. Für Düsseldorf perfekt gespielt. Pfosten, wieder Nachschuss. Meine Güte, da hat Düsseldorf richtig Glück. Du hast zweimal so ein Glück mit den Abprallern, ja, ne? Zwei Abpraller-Tore für Düsseldorf. Und jedes Mal schraubt der gleiche ab hier. Der hat sich da intensiv drauf vorbereitet. Ja, glaub auch. Oh, was duckt der sich denn da? Ich meine, ich kann mich freuen, aber das ist trotzdem ärgerlich. Oh, Mann. Der Rahman, der darf nicht schießen, der darf nur abprallen. Ja. Rahman! Na, wenn er schießt, dann wird das nichts. Was? Sag ich doch. Ich hatte geplant, dass er halt an die Latte den hämmert und dann den Nachschuss reinmacht. Ach so. Ja. Wichtiger Block. Wichtiger Block, Zimmermann. Schöner Pass. Oh ja, das ist jetzt gelb-rot. Das ist gelb-rot. Nein, 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 das war nicht der gleiche. Doch, nein. Der erste Platzverweis. Ah, Ibisevic blockt den. Gute Ecke. Eieieiei, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Aber bleibt Ibisevic jetzt stehen? Ich sag hier rennen. Oh, scheiße. Gut, aber den Ball erobert. Ibisevic verliert ihn aber nochmal. Lecky. Duda! Riesenchance nochmal. Oh, ganz schwach. Da sollte der gar nicht hin. Ibisevic! Rensing. Oh, scheiße. Das war nicht blöd. Ach, was rennt ihr denn weg? Komm, weiter, weiter, weiter. Düsseldorf kann jetzt kontern. Die rennen gar nicht mehr hinterher. Das ist aber... Oh, stark geblockt. Und dann trotzdem noch dieser Pass. Und da ist... Die Vorentscheidung. Das erste Mal, dass wir drei das Tore hier erleben. Ja, da kannst du nichts machen. Da kann ich nichts machen. Die rennen auch nicht zurück. Ja. Und wieder Rahman. Diesmal ohne Abpraller. Der war bockig jetzt. Ja. Ja. Ist aber auch echt scheiße zu spielen, wenn die 10 Pfeile nach unten haben. Eieieiei. Boah, jetzt nutzt das Düsseldorf aber wirklich gut aus. Was soll ich da machen? Nee, gerade. Oh, diesmal Zimmermann. Oh, scheiße. Du da!
Das erste Mal nicht zu Null. Duda trifft. Der zweimal den Pfosten getroffen hat. Ja. Darida hat getroffen. Echt? Hey, bei mir wurde Duda angezeigt. Verstehe. Dann habe ich mich verguckt. Ich dachte, da stand Duda. Ah! Duksch! Damit ist die 0-zu-0-Serie dann auch mal gerissen. Ja. Nochmal ein Freistoß, nochmal eine Karte. Selke. Ach ja, mir fällt ja ein, ich spiele jetzt nur so zu 10. Hab ich ja ganz vergessen. Stimmt, ja. Ey, das war's. Jetzt weiß ich, wo die Lücke herkam. Ja, jetzt wissen wir es. So, mal gucken, ob es auch gegen Hannover eine Lücke gibt. Mucke muss nämlich als nächstes Hannover spielen und die sind zu Gast in Wolfsburg. Dort sehen wir uns wieder. Tschüss.